Yo, servus und moin, ihr Rednecks. Wie ihr seht, wir haben Sonntag. Ne, das seht ihr wahrscheinlich nicht, aber ich sag's euch, jetzt wisst ihr's. Aber ihr seht, dass ich auf meiner wunderschönen Suzuki Bandit sitze, ja. Die gibt's auch noch. Ich habe sie in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt. Sie stand jetzt anderthalb Monate bei mir in der Einfahrt rum und wurde nicht gefahren. Das sieht man auch ein bisschen, wenn ich hier drüber fahre. Ja, ziemlich eingestaubt. Naja, aber jetzt so der Liebe zuteil. Jetzt fahre ich sie ein bisschen und da ist mir direkt wieder in den Sinn gekommen. Ah, scheiße, ich muss an der nur so viel machen. Die Federung ist im Eimer vorne, die Gabel, das Öl, das ist durch nach jetzt knapp 46.500 Kilometern. Es ist zwar noch dicht, aber naja. Und die Kupplung sollte auch neu gemacht werden. Das habe ich alles schon wieder verdrängt gehabt. Kupplung neu, Feder neu, Öl muss auch neu rein. Dann Ölfilter natürlich auch. Luftfilter. Muss ich mal gucken, wie der ausschaut. Das muss ich alles vom Winter noch machen, weil ich möchte sie auch im Winter fahren. Und bei dieser Maschine möchte ich immer den Gang nochmal hochschalten, den siebten Gang. Weil, ja, von der Kawasaki ist die Übersetzung ein bisschen anders. Aber naja. Aber trotz, dass diese Maschine anderthalb Monate jetzt umgestanden ist, ist sie ohne Probleme angesprungen. Einmal kurz den Choke richtig eingestellt. Und dann, ja, läuft sie und läuft und läuft. Einfach eine sehr schöne Maschine, muss ich schon sagen. Ja. Aber jetzt kommt einiges auf mich zu. Ich muss jetzt bei zwei Maschinen den Ölwechsel machen. Zwei Maschinen neuen Ölfilter. Luftfilter muss ich bei beiden nachschauen, etc. etc. Die Kawasaki werde ich im Winter natürlich nicht fahren. Ja, dafür ist sie mir trotzdem immer noch zu schade. Bei der Kawasaki muss ich außerdem noch gucken, wie das mit dem Fehlerspeicher aussieht. Bis jetzt habe ich noch keinen Termin bekommen. Und bei der Kawasaki muss noch ein neuer Vorderreifen drauf. Da sind es nämlich auch nur 1 bis 2 mm. Das ist etwas zu wenig, würde ich mal behaupten. Und ja, deswegen fahre ich jetzt auch gerade mit ihr. Weil ich es jetzt nicht wirklich ausreizen will bei der Kawa. Ich meine, Reifen sind schon ein bisschen was Wichtigeres. Da sollte man nicht dran sparen. Also kommt jetzt die gute Bände dran. Jo, ich werde so weit wie es geht alles selber machen. Sprich Ölfilter, Luftfilter, Ölwechsel etc. Bei der Gabel bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das selber mache. Ich glaube, ich habe dafür das Werkzeug nicht. Das müsste ich dann wegbringen lassen. Die Kupplung, die werde ich wahrscheinlich selber versuchen reinzumachen. Dürfte jetzt kein so großer Eck werden. Dürfte auch nicht so ein Hexenwerk sein, das neu zu machen. Ich muss nur die Zeit dafür finden und es irgendwann alles kaufen. Das Geld muss ich dafür auch finden. Vielleicht liegt es irgendwo an der Straße an der Ecke rum. Schlimm sowas. Echt schlimm. Naja, könnt ihr immer mal gerne in die Kommentare reinschreiben, ob ihr eigentlich alles selber macht an eurem Motorrad. Sprich, ob ihr selber einen Ölwechsel macht, selber einen Öl- und Luftfilter wechselt, sprich oder kontrolliert und so weiter und so fort. Oder ob ihr es einfach sagt, nee, kein Bock drauf, keine Zeit dafür, ich bring's weg in die Werkstatt, dann weiß ich, dass es richtig gemacht ist. Ja, würde mich interessieren. Haut das mir deswegen gerne in die Kommentare rein, ne? Und ich werde am Sonntag kommende Woche, sprich am 22. ist das, glaube ich, am Glemseck sein, gegen 10 Uhr. Da hat nämlich der gute Sluddy ein Video hochgeladen, hat gemeint, komm, mache ich mal so eine Art Abo-Treffen. 10 bis 16 Uhr Glemseck. Wer vorbeikommen will, kommt vorbei. Ja, und dann habe ich gedacht, komm, fahre ich mal vorbei, trage ich mir jetzt schon mal einen Kalender ein. Vielleicht sieht man ja den einen oder anderen von euch da, wer weiß. Gut, ja, das ist jetzt nur eine kleine entspannte Abendrunde gewesen. Nicht viel, ich glaube jetzt so 100 Kilometer oder so. Also keine große Runde. Aber ich muss sagen, seitdem ich die Kawa fahre, fahre ich diese Maschine viel entspannter. Ich drehe sie nicht mehr, ich bewege sie nur noch im unteren Drehzahlbereich und ich verbrauche so viel weniger Sprit, das ist unglaublich. Das ist echt unglaublich. Ich meine, ich bin jetzt schon bei, oh Moment, bei 260 Kilometern ohne Tank. Im Tank ist noch was drin, ja? In meiner vorherigen Fahrweise konnte ich 220 Kilometer fahren und der Tank war leer. Wie weit kommt ihr eigentlich mit einer Tankfüllung? Habt ihr einen großen Tank, habt ihr einen kleinen Tank? Fahrt ihr eher sparsam oder sagt ihr, ach komm, ein Motorrad muss Spaß machen? Da scheiße ich erstmal auf die Tankfüllung, auf gut Deutsch gesagt. Oder wie handhabt ihr das? Würde mich auch mal interessieren, was für Fahrer unter euch sind. Ob ihr, wie gesagt, einfach sagt, okay, entspanntes Fahren, das ist genau mein Ding, mehr brauche ich nicht. Oder ob ihr sagt, da muss schon was gehen, da muss schon Spaß dahinter sein.
Bin ich mal gespannt. Gut, ich glaube, viel interessanter wird es heute nicht mehr. Deswegen war das einfach nur ein kurzer Informationsvlog, dass diese schöne Suzuki Bandit noch lebt. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, eine wunderschöne Woche, je nachdem, wann ihr das Video seht. Abonniert gerne den Kanal, liked das Video, haut da rein. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Free show, turn it to a freak show.